Hi, ho meine Freunde, ich bin der Gamepad hier und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Lara Croft, Tomb Raider. Das hätten wir noch mal. Jumpen soll. Aber naja, was soll's. Hantel? Kehren Sie mit dem Flaschenzug zu Jonah zurück. Oh fuck, die habe ich gar nicht gesehen. Oh fuck. Oh fuck. Gerade wieder zurück. Munition, Hilfe. Schneller. So, komm her. Kommt nur her. Was machen die? Ja. Unfair. Jetzt berühren wir uns. Nein, nicht Zeit zu sterben. Für dich ja, aber nicht für mich. Boom, Bitch! Und schnell wieder zurück zu den anderen. Das habe ich gesehen und den möchte ich jetzt unbedingt in die Arme laufen, vor allem weil wir keine Munition haben. Vielleicht hat dieses Ding ja Munition für uns, der da hinten steht einfach nur dumm rum. Was ist hier oben? Der ist doch nicht böse. Oh Mann, ich bin so doof. Naja. Egal. Hey Leute, ich dachte, du wärst böse, aber das bist du gar nicht. Auch wenn du böse aussiehst. Danke. Was ist? Alex müsste längst zurück sein. Hilfe! Dr. Whitman! Jonah! Hilfe! Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint genau, er? Dass der was... Sie sagten, Böses nur Wort. Dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Faust. Stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Lara, warte! Hier, nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Er hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Tränen bringen mich nicht. Das hätte Roth gesagt. Ich kann einfach.
einfach nicht glauben, dass ich... Keine Geschichten über meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Okay, und wir haben 4 Fähigkeiten zum Aufskillen. Klettergewandtheit. Verbessert ihre Klettergewandtheit, um sich schneller fortbewegen und Sturzschaden. Versteckte Belohnungen. Klettergewandtheit. Klingt schon mal nicht schlecht. Denn wir gucken uns erstmal die anderen Fähigkeiten an. Mit Finesse aus dem größeren Belohnung. Okay. Dann meistern wir das mal. Weiß ich mir in einem Generalsturm nehmen oder ein Fall ins Knie. Oh ja, das nehmen wir gerne. Um Feinde zu betäuben, indem sie ihn einen Pfeil ins Knie rammen will. Pfeil ins Knie. Hust, hust. Skyrim. Weichen sie mit Kreis aus und drücken sie 3, sobald der Ring der Tasten. Blablabliblub. Und nochmal genau das gleiche. So. Wir haben noch eine Fähigkeit und wir wollten hier Klettergewandtheit. Das nehmen wir gerade mit. Drücken Sie nach einer harten Landungskreis, um den Schaden zu verringern. Außerdem wird die Klettergeschwindigkeit erhöht. Ja, weiter geht's, würde ich mal sagen. Wohin Lara, Lurenz liegt auf der anderen Seite dieser Klippen. Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg brauchen. Vielleicht über die Felsen bei dem Dock. Okay. Sollte ich. Ich glaube, ich sollte besser. Ach, kann ich gar nicht. So. Pfeile mitnehmen. Compound-Bogen. Schießen Sie Seilpfeile in diese komischen Mauern. Okay. Was ist für ein Ding? Naja. Okay, Reyes. Ich nähere mich der Endurance. Was genau brauchst du? Alex, da bist du. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein. Ich schaff das. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt Funkstille. Alex, was machst du denn? Okay. Was soll das werden? Keine Ahnung. Ich vertraue diesem Doktor überhaupt nicht. Das war mir schon von Anfang an klar. Spätestens da, wo wir ihn in diesem brennenden Haus gesehen haben. Spätestens da sollte uns klar gewesen sein, dass er irgendwas im Schilde führt. Wahrscheinlich will er diese komischen Viecher beschwören oder ist sogar der Beschwörer und keine Ahnung. Wir werden es wahrscheinlich noch erfahren. Oh, wow, wow, wow. Hui. Oh mein Gott, Vera! Du dumme Sau! Bitte, Lara, einmal. Kein Sprung ins Nichts. Bitte. Ja, wo waren wir stehen? Dieser Doc. Ich weiß nicht, was haltet ihr von ihm? Ich finde ihn ziemlich komisch, weil... Ich weiß nicht, ob man den
Muss ich jetzt darüber schießen? Nee, oder? Ich weiß nicht, ob man ihm trauen kann. Weil er ist wirklich echt komisch drauf. Vielleicht will uns das Spiel auch einfach auf eine falsche Fährte führen. Erreichen Sie das Wrack der Endurance. Das Wrack kann nicht gehen. Wir gehen einfach mal dort lang, weil es sonst keinen Weg gibt. Okay. Das reicht. Was zum Teufel sagen wir den Vollstrecker? Mach Hilfe schnell! Ihr sagt den Vollstrecker gar nichts mehr, da ihr zwei jeweils einen Pfeil im Kopf habt. Was sind das für komische Symbole? Eine Kiste, okay. Mysteriös. So etwas wurde von Schreibern am chinesischen Kaiserhof benutzt. Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es ein Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war. Nein. 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 Mein Gott. So, erreichen Sie das Wrack der Endurance. Wie weit ist es denn noch? Nein, Lara! Lara! Bitte. Einmal. Richtig springen. Nur einmal. Bitte. Mein Gott. Es kann doch nicht so schwer sein. Einfach dieser verscheiß verkackte Linie. Nimm doch das alte Stück da rein. So. War das jetzt so schwer? Mein Gott. Dumme Sau. Keine Ahnung, ob wir da lang müssen. Ich muss etwas Stärkeres finden. Ja. Okay. Die Sonnenkönigin. Mhm. Okay, 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 okay. Bunker an der Klippe. Aktuelle Position. Sie schlachten sie aus. Schrotflinte 3 von 3 Teilen gefunden. Ah, Modifizierung verfügbar. Okay. Pumpgun, Waffe modifizieren. Ja, wir wollen sie modifizieren. Und was jetzt? Oh, wir können unsere Sachen upgraden. Bogen, Napalmpfeile. Pfeile sind. Mhm. Ja, Schaden. Ist nie schlecht. Ja, okay. Geflochtene Sinne. Nochmal erhöhter Schaden. Höhere Schussfrequenz. Nehmen wir auch mit. Okay, da können wir nichts dran machen. Aber eben an der Schrotflinte können wir noch arbeiten. Fügt einen alternativen Feuermodus hinzu, welcher eine größere Reichwaffe Reichweite erzielt wird. So, Laufmantel. Den nehmen wir. Und jetzt geht's weiter. Beziehungsweise für mich ja. Für euch endet der Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider. Ciao.